Artikelnummer SCP-239, Objektklasse Keter, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-239 ist in einer Einzimmerzelle zu verwahren, welche mit einem Bett, einem EKG-Gerät sowie einem mit Pentobarbital und Daten gelöscht gefülltem Tropf ausgestattet ist. Der Tropf ist täglich neu zu befüllen. Unter keinen Umständen darf SCP-239 zu irgendeinem Zeitpunkt aus ihrer Verwahrung entfernt werden. Die Wände dieser Zelle müssen mit einer Telekill-Bleilegierung beschichtet werden. Der Kontakt mit SCP-239 ist nur Klasse 2 Personal gestattet. Alle Personen, die die Verwahrung von SCP-239 bewachen, sind mit Telekill-Kopfbändern SCP-148 auszustatten. Der richtige Name des Subjektes lautet Siguros Stephansdottir. Unter keinen Umständen ist das Subjekt zu irgendeinem Zeitpunkt zu wecken. Jede Person, die den Versuch unternimmt, das Subjekt zu wecken, wird sofort terminiert. Beschreibung: Bei SCP-239 handelt es sich um ein 8-jähriges Mädchen, welches etwa 1 Meter groß und 20 Kilogramm schwer ist. Das Subjekt besitzt schulterlange, blonde Haare. Bei näherer Betrachtung schimmern die Augen des Subjektes in einem grau-grünen Farbton. Das Subjekt scheint eine bisher unentdeckte Strahlungsart auszusenden, welche als bezeichnet wird. Diese Wellen scheinen in niedrigen Konzentrationen harmlos zu sein, können aber in höheren Konzentrationen Materie auf subatomarer Ebene zum Auseinanderbrechen bringen. SCP-239 besitzt scheinbar die Fähigkeit, all das zu tun, wonach ihr der Sinn steht. Einfach ausgedrückt, solange das Subjekt bei Bewusstsein ist, ist sie in der Lage, alles zu machen, was sie wirklich auf einer basalpsychologischen Ebene tun will. Glücklicherweise scheint sie nur in der Lage zu sein, sich selbst und ihre unmittelbare Umgebung zu beeinflussen. Deshalb gilt, wenn sie es sehen kann, kann sie es auch verändern. Aus naheliegenden Gründen wäre es jedoch nicht vernünftig zu testen, wie mächtig sie in dieser Hinsicht sein kann. Sie scheint in der Lage zu sein, lebendige Materie zu erschaffen und zu beeinflussen. Als Beispiel hat sie in einem Fall, in dem ein D-Klasse-Mitarbeiter ihr aus Versehen Schaden zugefügt hat, diesen einfach weggewünscht. Nachdem man sie dazu gebracht hat, sich dafür schuldig zu fühlen, war sie zum Glück auch in der Lage, ihn wieder zurückzuwünschen. Der Selbsterhaltungstrieb von SCP-239 macht sie nahezu unbesiegbar, solange sie bei Bewusstsein ist. Die Haut des Subjekts kann mit Ausnahme von SCP-148 durch nichts durchdringen. Um die Fähigkeiten des Subjekts unter Kontrolle zu halten, wurde dem Subjekt erzählt, dass sie eine Hexe sei. Neben einer Verbesserung der Moral lässt sie diesem glauben, dass sie ihre Fähigkeiten nur im Rahmen einer von der Foundation genehmigten Liste von Zaubersprüchen verwenden kann. Dies verhindert hoffentlich auch alle Fluchtversuche. Nichtsdestotrotz ist das Subjekt zu jeder Zeit in einer ruhigen Gemütslage zu halten, um jeglichen unbewussten Wunsch nach Schaden für sich selbst oder andere zu vermeiden. Herkunft: Die Foundation nahm bereits kurz nach ihrer Geburt in Kenntnis von SCP-239. Etwa 3 Stunden nach ihrer Geburt wurde das Krankenhaus durch eine unerklärte Explosion zerstört. Den Medien wurde erzählt, dass eine undichte Gasleitung die Ursache war. Kurz darauf wurden SCP-Teams entsendet, um den Ort nach Anomalien abzusuchen. Die einzige noch lebende Person, welche gefunden wurde, war SCP-239. In den folgenden 8 Jahren wurde das Subjekt von der Foundation aufgezogen. Ab dem 2000 ist das Subjekt bis auf weiteres in einem künstlichen Koma zu halten. Diese Entscheidung wurde von Daten gelöscht getroffen. SCP-239 ist dauerhaft in Standort 17 zu verwahren. Notiz von Dr. vom 26.12.2004. Okay. Wer zum Teufel hat bitte gedacht, dass es eine gute Idee wäre, ihr vom Weihnachtsmann zu erzählen und ihr dann im Anschluss zu sagen, dass es nur eine Geschichte ist? Jetzt dürfen wir uns mit einem anderen potenziellen SCP herumschlagen, aber wir können ihn ja nicht einfangen, weil er magisch ist. Meine Analyse der Situation hat mich zu dem Schluss geführt, dass SCP-239 ein inakzeptables Eindämmungs- und Sicherheitsrisiko darstellt. Es gibt zwar mehrere Vorschläge bezüglich ihrer Verwendung in der Verwahrung und Eindämmung anderer SCP-Objekte, aber man darf nicht vergessen, wie zum Beispiel im Fall von SCP-953, dass die Foundation bereits in der Vergangenheit ihre Fähigkeit zur Kontrolle von SCPs mit realitätsverändernden Kräften überschätzt hat. Aus diesem Grund möchte ich folgenden Vorschlag machen. Wir konstruieren aus SCP-148 eine Art Stichwerkzeug, welches in der Lage ist, in die normalerweise undurchdringliche Haut von SCP-239 einzudringen. Dieses Werkzeug wird dann dazu verwendet, SCP-239 in ihrem Schlaf zu töten, um so ihre Kräfte zu neutralisieren.
Da die Gefahr besteht, dass SCP-239, wenn der Prozedur aufwacht und sich der Terminierung widersetzt, lautet meine Empfehlung, dass der ausführende Agent zusätzlich mit SCP-668 ausgerüstet wird, um weitere Komplikationen zu minimieren. Eine der Gefahren, die dieses Verfahren birgt, ist die Möglichkeit, dass SCP-239 den Agenten nach dem Aufwachen als Freund oder als eine gute Person wahrnimmt und so die Realität entsprechend verändert. Aus diesem Grund möchte ich mich freiwillig melden, um das Verfahren persönlich durchzuführen. Eine Überprüfung meiner Personalakte sollte belegen, dass meine Daten gelöscht es mir ermöglichen sollten, die Operation auch nach einer solchen Realitätsverschiebung durchzuführen. Clef.